In diesem Jahr finden Kongresswahlen in den USA statt. Turnusmäßig wird ein Teil des Kongresses neu besetzt. Und historisch gesehen gibt es offenbar einen Zusammenhang zwischen diesen sogenannten Zwischenwahljahren, in denen gewählt wird, und dem Goldpreis. Wie ist das zu erklären, Matthias Hüppe? Ja, fangen wir erstmal an. Wo ist dieser Zusammenhang? Also man guckt sich ja gerne Zyklen an der Börse. Und der Wahlzyklus in den USA ist so einer der beliebtesten. Wir sprechen ja auch immer, wenn es Wahljahr oder Vorwahljahre sind, dann sprechen wir ja auch immer darüber, dass die Börse entsprechende Reaktionen hat, Vorwahljahren zum Beispiel durch mögliche Wahlgeschenke etc. Und bei Zwischenwahljahren hat man festgestellt, wenn man sich das mal anguckt, seit 1974 hat der Goldpreis in Zwischenwahljahren durchschnittlich um 18% zugelegt. Also das scheint zumindest auf zyklischer Basis durchaus ein Zeitraum zu sein, der sehr, sehr positiv für den Goldpreis ist. Woran das liegen kann, kann man natürlich versuchen, so ein bisschen auf der Tatsache, naja, zwei Drittel des Repräsentantenhauses werden neu gewählt. Da können sich natürlich die Machtverhältnisse innerhalb des Kongresses verschieben, was es vielleicht für den bestehenden Präsidenten manchmal dann schwieriger macht oder vielleicht auch einfacher macht, Gesetze durchzubringen. Und wir wissen es ja auch, so gerade die Zwischenwahljahre werden vielleicht auch dann genutzt, um dann mal die weniger populären Gesetzesvorhaben durchzubringen, die dann vielleicht zur Wahl schon wieder vergessen sind. Und das könnte natürlich auch etwas sein, wo die Börse dann eher negativ drauf reagiert und was auf der anderen Seite vielleicht dann positiven Einfluss auf den Goldpreis hat. Also das ist ein Erklärungsversuch. Wie gesagt, auf der Zyklenebene guckt man sich das einfach nur auf der statistischen Ebene an. Und da sieht es zumindest so aus, als wenn diese Jahre durchaus positiv für den Goldpreis sind. Ja, zumindest dieses Jahr mit den Steuersenkungen in den USA gäbe es ja auch einen Hinweis darauf, inwieweit die natürlich wegen der Zwischenwahl gemacht werden, ist eine Frage, die einem kaum jemand beantworten kann. Wir können halt nur die Daten der Vergangenheit sehen. Schauen wir uns die Daten der Vergangenheit auch mal an. Denn da sehen wir hier in den letzten 8 Jahren den Goldpreis. 2017 war, was die Veränderung angeht, das stärkste Goldjahr seit Jahren. Warum? Ja, und fangen wir erstmal mit dem langen Bild an. Also wir können uns natürlich jetzt über 2017 unterhalten, aber wenn wir uns das lange Bild angucken, muss man natürlich sagen, von 1920 kannte der Goldpreis lange Zeit nur eine Richtung, hat sich dann stabilisiert und auch, ja, 2017 war nicht so schlecht, in Euro natürlich sogar noch besser, aber auf 3 Jahre gesehen hat Gold 2-3% nur gemacht, also war sozusagen verglichen mit Aktien nicht unbedingt das beste Investment. Aber was jetzt ganz interessant ist, ist natürlich, wir kriegen so langsam wieder ein bisschen Potenzial rein. Zum einen ist es so, wir haben hier, wenn man das auf der technischen Ebene nimmt, ein sogenanntes, durchaus die Chance, einen aufsteigenden Dreieck zu sehen. Also hier oben bei 1375, das ist das Hoch aus Juli 2016. Und hier unten müssen wir die 1320 uns genau angucken, wo auch die 38-Monats-Linie liegt. Und wenn wir hier nach oben rausgehen, also signifikant über die 1375 gehen, dann ist Aufholpotenzial bis zu 1600 US-Dollar. Also dann wäre da der nächste Widerstand erstmal. Also was durchaus aus jetziger Sicht ein sehr positives Signal auf technischer Ebene für den Goldpreis ist. Also diese obere Linie hier, vielleicht schauen wir uns das auch noch mal an im Bild ein bisschen längerfristig, nämlich über 20 Jahre. Da relativiert sich das ein bisschen. Wie ist es vor diesem Hintergrund zu betrachten? Ja, auch hier werden wir die 1000, das ist ein bisschen schwieriger, ich versuche es mal hier, die 1375, die sind schon hier auch in gewissem Maß signifikant. Dann kommen wir bei den 1600 hier auf diesem Niveau an. Also was wir natürlich sehen, aus dieser Übertreibung sind wir raus. Interessant könnte es natürlich sein, wir haben einen sehr langfristigen Aufwärtstrend, Aufwärtskanal, der hier verläuft. Und vielleicht schaffen wir auch die Chance, mal wieder in diesen Kanal reinzulaufen. Da ist natürlich noch eine Menge Luft, bis wir da sind. Aber das wäre natürlich das, was sich die meisten Goldanleger dann auch wünschen würden, dass wir wirklich in diesem sehr langfristigen Aufwärtskanal mitlaufen. Das wäre aber sehr viel mehr als 1600 dann. Das wäre mehr als 1600. Jetzt haben wir es hier nicht logarithmisch. Normal technischen Analysten sind dann eher auf der logarithmischen Ebene. Aber dann sind wir so in dem Bereich von 1700. Dann sind wir in der unteren Kanallinie. Also wir müssen nicht auf 2000 gehen, sondern wir sind dann wirklich in diesem Kanal schon dann drin. Also das ist natürlich jetzt, sage ich mal, sehr weit Zukunftsvision, was den Goldpreis angeht. Aber was man sagen kann, ist zumindest hier, dass man eine Beruhigung hat von den 1000, die wir ja mal auch schon öfter mal im Raum standen vor circa 1,5 Jahren. Da haben wir uns weit entfernt wieder. Also da haben wir den Abstand durchaus gewonnen. Aber die 1230, die sollte man da auf jeden Fall, 1320 sollte man auf dem Radar haben, beziehungsweise die 1375. Was ist kurzfristig für den Goldpreis jetzt entscheidend? Gibt es bestimmte Events sogar noch vor der Zwischenwahl, die eine Rolle spielen für den Goldpreis? Ja, wir haben natürlich immer, ich meine, wir haben Events wie zum Beispiel das Thema Italienwahl. Wir haben auch vielleicht den Event, was die Bundestagswahl angeht. Vielleicht könnte das, oder was die SPD jetzt, die Wahl, ob die SPD sich an der GroKo beteiligt, das könnte natürlich auch vielleicht noch mal ein bisschen Einfluss haben. Auch Italien könnte einen Einfluss haben.
Aber insgesamt hat man natürlich jetzt auch gesehen, und das ist vielleicht ganz interessant, wenn man jetzt von dem sogenannten Flash Crash, was jetzt mal ein bisschen gesagt wird, also Anfang Februar, die Reaktion der an der Börse mit relativ starken Verlusten an einem Tag, da hat Gold kaum reagiert. Also das hat man jetzt nicht festgestellt, dass es jetzt plötzlich der sichere Hafen gesucht wurde. Und man muss natürlich an anderer Stelle auch sagen, wir hatten jetzt Paul, der gestern ja gesprochen hat oder jetzt gesprochen hatte, was das Thema Zinserhöhung in den USA angeht, das ist natürlich immer noch so ein bisschen das Damoklesschwert, was auch natürlich eigentlich negativ für den Goldpreis ist. Auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt Inflationsgefahr, was wiederum eigentlich pro Gold sprechen würde. Auf der anderen Seite kommt auch gleich das Thema, dass man natürlich damit Zinserhöhungen reagieren möchte, was wieder gegen Gold sprechen würde, weil Gold nun mal keine Zinsen zahlt. Also zwei Effekte, die sich vielleicht auch gegenseitig aufheben können. Da muss man mal ein bisschen schauen. Was man aber sehen kann, ist natürlich, dass die Reaktion, die die Börse gezeigt hat, jetzt auf das Thema plötzliche, doch stärker steigende Zinsen als erwartet durch Aktienkursverluste, hat sich nicht im Goldpreis durch Aktienkursgewinne wiedergefunden, sondern hier war es dann so, dass es für den Goldpreis dann doch schon eher was Fundamentales sein muss, was wirklich für ein Einbrechen auch der Aktienmärkte verantwortlich ist und was dann als Sicherheit sozusagen gesucht wird für den sicheren Hafen. Und auf der letzten Seite muss man auch sagen, was man natürlich mitkriegt von einigen Goldanlegern, die durchaus auch das Interesse an dann Kryptowährungen plötzlich gefunden haben und da auch einen Teil ihres Geldes dann als Sicherheit hingeben und nicht nur in Gold. Also auch da merkt man so ein bisschen, dass da eine, sage ich mal, Diversifizierung stattfindet. Wie kann ich denn überhaupt anlegen in Gold? Klar, ich kann Goldmünzen kaufen, Goldbarren, aber ich bin mir sicher, es gibt noch andere Möglichkeiten, vor allen Dingen dann, wenn ich es auf die Kursveränderungen abgesehen habe. Genau, also wenn man natürlich Gold in physischer Form kauft, neben der Tatsache, dass an- und verkauft, dass da natürlich je nachdem, wenn es relativ kleine Größen sind, durchaus 5-10% an Kosten entstehen, nur einfach durch den An- und Verkauf, muss man natürlich sehen, Lagerung etc. ist nicht einfach und man kauft es nicht einfach mal und verkauft es dann, sondern das ist wirklich was, was meist dann sogar über die Lebenszeit im Tresor bleibt bei den meisten Anlegern. Während wir, wenn man wirklich vom Kurs oder vom Wert des Goldpreises partizipieren möchte und das kurzfristig, dann geht das natürlich über Zertifikate und ETFs, also dass man es auf Basis der Tracker macht, die 1:1 den Goldpreis abbilden und dann ist man mit wenigen Promillepunkten mehr oder weniger Basispunkten im Spread dabei, kann das also sehr günstig handeln. Und interessant ist es natürlich besonders für die Trader, wenn man das Ganze dann gehebelt macht über Turbo-Optionsscheine, Mini-Future-Zertifikate etc. Haben wir lange Zeit wirklich die Short-Seite gesehen. Jetzt in letzter Zeit haben wir auch wieder mehr die Long-Seite gesehen. Die spielen auch auf beide Richtungen. Den Tradern ist dann wichtig, dass einfach Bewegung in der Währung ist. Und gerade die jetzt von mir angesprochenen 1375 und nochmal die 1230, das sind so diese beiden Level, die sich natürlich auch viele Trader anschauen und sagen, hier in diesem Niveau vielleicht eher Short positionieren, wenn es hier rüber geht, dann eher Long. Und dann nehme ich halt an dieser Entwicklung gehebelt teil und kann da durchaus dann aus 1-2% Bewegungen 10-20% abbilden. Gibt es denn dann auch bestimmte Bereiche, wo man sagen kann, ab da macht es Sinn, auf Long oder auf Short zu schalten, wenn man nicht jetzt gleich sofort investieren will? Also dass man ein bisschen darauf setzen will, dass diese Marke durchbrochen wird und dann eine schnelle Bewegung kommt? Also das sieht man ja wirklich bei vielen Trailern. Also sie gucken sich das an und ein Indiz ist zum Beispiel, das haben wir ja auch gesehen, man prallt ab. Also man versucht den Angriff, es klappt nicht, man prallt ab, dann hat man erstmal wieder ein Abwärtspotenzial. Das heißt, dann positioniert man sich auch eher wieder short, weil man sagt, der Angriff hat nicht funktioniert, dann muss man in die Verteidigung gehen, dann wird meist reagiert, dass der Basiswert dann eher negativ, was wir hier auch gesehen haben. Dann sind wir hier unten an diesen Kanal gekommen, da sind wir nicht durch nach unten, also haben hier sozusagen, hat es gehalten, wieder ein positives Signal, also mich hier wieder long positioniert. Hier oben habe ich es wieder probiert, hier wieder short positionieren. Also so kann man natürlich so einen Kanal spielen, indem man einfach sagt, solange wir uns da drin befinden und immer wieder abprallen, spiele ich entsprechend die Seite. Und wenn ich aber deutlich darüber hinausgehe, dann spiele ich dann entsprechend das Signal auf der Long-Seite. Wichtig ist nur, man sollte nicht auf den Punkt genau, auf den Cent genau gucken und sagen, so, jetzt ist dieses Niveau 1375 erreicht, 0,00, ab jetzt geht es nur noch long. Oft kommt man ein kleiner Anschub und dann geht es wieder runter. Dass es wirklich, sag ich mal, bestätigt ist, muss dann schon ein bisschen dauerhafter sein. Da kann man auch durchaus dem Goldpreis mal ein bisschen laufen lassen. Man muss nicht der Erste sein, der reingeht und dann vielleicht in ein Fehlsignal zu greifen. Welche Risiken muss ich denn auch bei Goldinvestments kennen? Also Gold, ganz klar, natürlich ein wichtiges Risiko. Es wird in US-Dollar gerechnet. Man muss es umrechnen in Euro. In den letzten Jahren war es natürlich positiv. Aber es kann natürlich durchaus auch wieder ins andere Richtung gehen, dass es dann sozusagen in Euro nominell abnimmt. Einfach also das Wechselkursrisiko zwischen Euro und US-Dollar muss man sehen. Und ganz klar, wenn man natürlich mit Hebelprodukten agiert, Zertifikaten, sollte man sich auch das Bonitätsrisiko des Emittenten anschauen. Ja, also die Zertifikate bieten gerade auch für Gold verschiedenste Möglichkeiten,
gehebelt auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Schauen wir mal, wie es mit dem Goldpreis vor dem Hintergrund der Wahlen in diesem Jahr weitergeht. Matthias Hüppe, vielen Dank für das Gespräch und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.